Ja, toll, erstmal falsche Taste gedrückt. Wie voll ist denn das? Alles klar. Was? Das Ding ist ja mehr als die Hälfte voll. Ich würde drei Viertel sagen, ungefähr. Ich habe leider keinen Wand of the Forest. Nee, noch nicht ganz drei Viertel, aber kurz davor. Weißt du was, ich darf mir mit deinen Ressourcen Wand of the Forest craften? Ja, kannst du machen. Ja, was braucht der denn? Sticks da. Ich kann ja immer wieder neues Zeug herstellen. Ich habe ja dank diesen einen Blumen hier so viel Holz schon wieder im Inventar und dank mein Holzhühnchen. Okay, ich mach meine zwei. Das rein, das rein, das rein. Und wird das was? Klappt das? Komm, einmal noch. Und. Ja! Jetzt kann ich die erstmal wieder drehen. Und das brauchst du jetzt noch dreimal, dann kann ich dir unendlich davon herstellen. Ich brauch bloß das eine, weil ich die Nuggets davon brauche. Ernsthaft? Ja. Ist das hier so einfach? 3 Nuggets und 6 Living Wood brauche ich dafür. Dann habe ich schon dieses Portal-Frame gedönt. Das Getaway. Da ist es. Hm. genau. Stimmt, das Glimmering Living Wood haben die irgendwann umgeändert in Glowstone Dust. Du brauchst mehr, du brauchst noch Polylon. Ja, ich weiß, das kommt aber jetzt alles mit der Zeit. Oh, die haben sie auch nur noch in Ink. Wow, in den Nuggets. Ich glaube, mit einem Dings kannst du komplett herstellen. Ich muss aber erst mal. Nein. Was los? Ich suche gerade den Eintrag für das Elfenportal. Letzter Quartal weiter meine ich. Bin ich gerade drinne? Nee, warte dann das. Zweite Reihe vorletztes Alphomancy. Ah, okay. Wo brauche ich denn dich am besten hin? Du brauchst mal das Böder in der Nähe. Ja, ja, nee, ich kann da, dann kommen ja diese Poly-Dingsbums-Dinger dazu. Und darunter kommt ein Mana-Pool. Pylone, ja, und die Mana-Pools brauchen Mana. Ja, ja, das ist ja alles kein Problem. Ich habe ja genug Ressourcen. Zur Not stelle ich weitere Ressourcen her. Mhm. Ich muss mal gucken, hier gibt es halt keine wirkliche Mitte. Kann ich das nicht da runtersetzen? Nee. Ich kann das halt ernsthaft nicht da runtersetzen. Dann setzen wir es halt oben drauf. Shit. Geh mal bitte aus dem Weg. Ist visualized, bei mir zumindestens. Ja, jetzt. So, den haben wir schon mal. Dann brauche ich... Drama Glimmering, das ist eins. Ein Living Wood mit einem Glowstone Dust. Das da, eins. Zwei.
3. Da, der Rest ist normal. Wo ist mein... Da. Das. Ja, ich muss aber auch noch Living Wood herstellen. Achso, hast du keins mehr? Nein, deswegen habe ich ja da hinten das Holz platziert. Dann, du hattest doch gerade noch so viel. Ich habe doch 6 Stück für das Mittelteil gebraucht. Stimmt. Lass mich gleich mal was ausprobieren, wenn es fertig gewachsen ist. So, dann... Oh, das Ding ist immer noch voll Mana hier, kann das sein? Die Sparks haben immer Mana. Ne, kannst abbauen, funktioniert nicht. So, dahin, dahin und dahin. Fertig. Ja, jetzt fehlen 2 Mana-Pools und die Pylonen. Und die Pylonen sind einfach, die kannst du auch schon herstellen. Ja, das... Immer mit der Ruhe. Dann... Und Gold. Das. 2-mal. Nein, du brauchst Naturpylon. Hä? Keine Mana-Dinger? Du brauchst die Naturpylon, die werden daraus gecraftet. Natura-Pylons. Okay. Und eine Enderperle und links, rechts und oben drüber einen Terrasteel Nugget. Enderauge. Ja, mein ich ja. So. Wo muss ich die jetzt platzieren? Einfach nur davor mit dem Mana Pool drunter. In der früher waren die hier. Und hier. Aber halt ein weiter nach hinten, also hier neben der und hier neben. Oh nee, ernsthaft, jetzt habe ich 7 Stück hergestellt. Ach, egal. Und jetzt hast du Sims kreiert. Was habe ich gemacht? Sims. Ach so. Die Dinger erinnern mich immer an Sims. Jetzt bauen wir hier nochmal ganz kurz ein Stück um. Warte, hast du noch Sparks? Na, einer. Mal kurz für mich jetzt. Lol, das klappt mittlerweile. Was? Du hast, kannst das Sparks einfach reinklallen in die Mana-Pulse mittlerweile. Was ist aber. Hey, was sind denn Sparks? Die Dinger, die du hier schon benutzt hast. Die kannst du mittlerweile einfach in den Mana-Pools knallen. Ach, das unter ist der Pylone drin. Ist. Ja, ja, ich seh's grad. Leun Dämon-Pylon. Das ist von Blood Magic. Toll. So, machen wir doch davon noch eins. Oh. Ja.
Unten in den Pool. So, Und wenn du es richtig angestellt hast, sollte es jetzt, wenn wir Rechtsklick auf den Gateway Core machen, alles funktionieren. Mit dem Mond. Nee. Schade, dann funktionieren die Pylonen da drin doch nicht. Na, die Dings. Die Sparks. Du müsstest die Pylone dafür einmal bauen, um die Spark rauszubekommen. Mit einer Spitzhacke. Hab ich doch. Nee, du hattest eine Axt bei mir in der Hand. Die brauchen Dings. Jetzt noch Mana. Ja, Ich lese zur Sicherheit nochmal nach, ob nicht, dass die irgendwie doch eine bestimmte Anordnung jetzt noch, doch noch brauchen, dass es nicht mal angezeigt wird. Ich muss hier sowieso nochmal umbauen. Das heißt auch, dass das Mana jetzt flöten geht, aber gut, nehme ich jetzt in Kauf. Nee, es ist egal mittlerweile, wo die stehen. Die müssen einfach nur in einer 11x11 Area um den Core herum stehen. Okay. Mit dem Warhand. Oh, das ist... Shift-Rechtsklick. Es tut mir zwar jetzt weh, aber egal. Nein! Du hättest einen Spreader ranstellen können und ihn schon mal umleiten können. Egal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nimmst du mir gerade meine Arbeit weg? Ernsthaft? Ah, ich muss noch welche herstellen. Wir haben so viel Geld. Wieso macht er jetzt so blöde? Mach mal Shift-Rechtsklick in die Luft. Jetzt. Ah. Wenn das grüne Blättchen an deinem Wand dran ist, dann bist du im Binding-Mode und kannst mit Shift-Rechtsklick Sachen auf etwas drauf binden. Das andere ist nur, ich weiß nicht, was für ein Mode. Okay, das weg. Ich hatte gerade kurz echt gedacht, du würdest dabei deine Dings wegen meiner Taste drücken. Wollte ich erst. So, dann kann man das dahin machen. Ja,
Jetzt muss ich erstmal ein bisschen was herstellen hier. Ich brauche Stein und ich brauche Holz. Ach, jetzt. Das ist glattfressig ein Besen. Sollte eigentlich nicht klappen. Psst. Vielleicht klappt's ja doch. Aber die Partikel gehen eigentlich 2 Blöcke hoch. Das darf ich dann auch nochmal abbauen. Kann ich eigentlich Clay machen. Aber allzu viel wäre die passiert. Ich habe unten extra Haarslabs reingemacht. Außer da hinten. Da könnte ich, deswegen habe ich Steine gebrannt, siehst du? Scheiße. Mit ein bisschen Mana wüsste ich, wie es funktioniert. Du bräuchtest aber 2 weitere Pure Daisies. Lol, ist eigentlich sinnlos, dass ich hier gerade Stein herstelle. Ich hab doch über einen Stack. Was da brauchst du? Hast du nicht, wenn du Mana Sprayer brauchst, eine Menge Mana Sprayer dir schon hergestellt aus Versehen? Mana Pools, ja. Das meine ich ja. Brauchst du welche? Nö. Nur zu deiner Anlage hier. Der findet das ohne in Ordnung. Michael. Die kann ich hier reinmachen erstmal. Ja, ist das und. Ich geh mal meiner Mobfarm gucken. Okay. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen planen, wie ich das am besten mache. Da ist überall. Ja, 6 weitere Skulls, perfekt. Schon wieder 204 von den Dingern. Ey, leck mich doch fett. Welchen? Lootbags. Die Pflanzen kommen dann hier hin. Das heißt. Da kommen überall 4 hin. Und da kommen auch 4. So, gut, das weg. Die Blümchen kommen dahin und dahin. Hier kommt der Mana Pool hin. Jetzt weiß ich wieder, warum ich so viel Farbe im Inventar hatte. So, jetzt sind 16 Legendaries. Ja. Ich hab's bei mir automatisiert, die werden bei mir automatisch hochgecraftet. Ja, aber ich brauche zwischendurch, wenn ich jetzt wie hier zum Beispiel auf Mana warte, brauche ich ja irgendwas zu tun. So, da haben wir jetzt 4 Stück. So. Auf das Grüne achten.
1. 3 mal 3. Das könnte ich eigentlich direkt hier dran bauen. Ich weiß, was ich machen wollte. Da. Und so. Ja.